Yo, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. The Lost Levels im ersten Schloss-Level überhaupt, nachdem wir unglaublich lange in einem Level gefailt haben und jetzt geht es weiter mit diesem Level, in dem wir wahrscheinlich noch viel mehr failen werden mit komischen Eisengumbas und noch mehr Schildkröten und so und jawohl. Feuer, 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 au! Von dem Prinzip her war das panische Rumrennen gar nicht so schlecht. Ich hätte nur nicht in den Feuerbach einspringen dürfen. Nein! Ich möchte, dass die unten an dem Panzer sterben. Okay, das war vom Timing her mies. Ich glaube, da muss ich besser... Ich habe eigentlich zur Seite gedrückt, was soll denn das? Okay, ich glaube, wenn man rennt, dann klappt das nicht. Ha, da war der Feuerdings gar nicht geladen. Sprite Limit. Kann ich auch da runter? Ich möchte gerne da runter, ich möchte unten lang gehen. Was? Ich warte extra darauf, dass der kommt und in dem Moment, wo ich dann denke, oh, er kommt nicht mehr. Ja, da, ne? Bitte. Gnade. Wenn ich da wirklich schnell renne, ist das gut. Dann wird nämlich das Ding nicht geladen. Ah, du Zipfelgesicht! Nein! Ich muss die Schildkröte benutzen. Aber nicht in die Richtung. So, so war gut. Und jetzt rennen, damit das Ding nicht geladen wird. Jawohl, sehr schön. Das macht den Sprung nämlich einfacher. Pilz! Pilz! Nein, er ist weg. Nein! Ich muss doch nochmal ein Safe-Set setzen. Wenn ich mal das Glück habe, bis dahin durchzukommen. Boah, habt ihr das gesehen? Das war richtig gut. So. Safe-State. Ich muss aber gucken, dass ich nicht die Tasten verwechsel. Eins und zwei sieht zugleich aus. Habt ihr das gesehen? Habt ihr... Das war voll der Skill-Move Pro. Super Mario Bros. The Lost Levels. Skillt bei Avanor. Nö! Wer muss anhalten? Mehr ist im Ernst. Wir können einfach durchrennen hier. So. Und dann so. Und so. Nicht. Wir müssen aber dafür klein sein. Sonst klappt das, glaube ich, nicht. So. Und so. Und so. Jawohl! Und haben wir es? Ja! Stirb, Bowser! Thank you, Mario! But our princess is in another castle! Darf ich dich dafür in die Lava schmeißen, du Pilzkopf mit Windel? Welt 3-1. Wir haben alle vier Leben. Das ist ein Wunder. Safe State. Safe State. Hammerbrüder, warum? Dieses Spiel ist ja noch nicht schlimm genug, ne? Nein, wir müssen noch Hammerbrüder dahin pflanzen. Und nicht zwei, nicht ein, nein, zwei. Oh, das war ein falscher Pilz. Gut. Warum? Oh, ich dachte gerade schon. Aber hat ja funktioniert. So, Giftpilz. Ich dachte immer, Giftpilze können mich nicht schocken, aber in diesem Fall doch können sie. Ich glaube, wir müssen da hoch, oder? Weil wir kommen da irgendwie gar nicht hoch. Doch, wir dürfen nur nicht rennen. Ich habe die Erfahrung gemacht, Rennen macht die Bewegung sehr merkwürdig. Was ist das? Das hat uns gerade noch gefehlt. Dieses Spiel war bisher noch nicht schlimm genug. Nein, wir müssen auch unbedingt noch... Oh, geil, eine Warp-Zone. Zu Welt 1? Was? Ernsthaft? Oh mein Gott, was? Gut, dass ich ein Safe-State habe. Ohne Witz. Boah, ich hätte mich jetzt so in den Arsch gebissen. Ernsthaft. Boah, ist das fies. Das ist wirklich fies. Jetzt weiß ich auch, was die in der Links meinten bei den Rezensionen von wegen, das Spiel sei manchmal wissentlich unfair. Weil da hat man echt verkackt, ne? Dann darf man den ganzen Spaß nochmal machen. Und ich meine, das ist jetzt nicht gerade so mal eben weggespielt gewesen. Also für andere vielleicht schon, aber für mich nicht. Ich werde mir nachher einen Speedrun von diesem Spiel angucken. Und ich glaube, ich werde weinen nebenbei. Denn,
Ach, das sind zwei sogar. Ich möchte gerne da hoch. Aber nicht, wenn die Pflanze da ist, sondern jetzt. Schildkröte und Blume zusammen auf einer Höhe muss einfach nicht sein. Boah, habt ihr den Sprung gesehen? Alter, war der gut. Und der war noch viel besser. Bis zum Ziel. Und darüber hinaus geht's hier weiter. Ist das die Warp Zone? Mhm. Gut, dann nochmal den ganzen Spaß. Zurück kamen wir jetzt ja nicht mehr. Was? Warum? Was hat mich denn da jetzt getötet, bitte? Würde mich jetzt echt mal interessieren, was das war. Der Cooper war doch noch gar nicht wieder draußen, wir haben doch gerade erst geschossen. Und so lange lag der da jetzt auch noch nicht, ne? Autsch! Du fieser Hund, du bist ein fieser Hund. So, und bam, und kaputt. Geht die da runter, oder? Ja. Wow. 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 Wow, habt ihr das gesehen? Das war mal richtig gut. Das war richtig... One-Up! Nein! Nein! Aber ich wollte es doch so gerne haben. Ich muss ein Safe-Set setzen. Okay, so. Warum denn nicht? Ich bin auch genauso gesprungen, wie es sollte. Oh, da nicht. Ich bin jetzt unten unterher. Jawohl. So, und jetzt genau auf die Zielfahne. Naja, gut. Das war jetzt nicht ganz so, wie ich mir das geplant hatte. Aber es wird schon passen. Wenn es allein schon so losgeht, ne? Wenn es allein schon so losgeht. Ein Wasserlevel. Ja, dieses Spiel war noch nicht grausam genug zu uns. Nein, es muss auch noch Wasserlevel haben. Mit Marios toller Hundeschwimm-Animation, die noch genauso ist wie im ersten Teil. Aber gut, hätte mich auch gewundert, wenn sie anders ist. Geh mal weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du auch. Ein Diagonalschwimmfisch. Ich bin von diesen Tintenfischen normalerweise gewohnt, dass sie uns folgen. Aber, na doch, die wechseln auch die Richtung, okay. Kann man nicht hoch, glaube ich, ne? War zu einfach. Na gut, der hätte sich eh nicht gelohnt. Ne, wir kommen da auch gar nicht raus. Nein, ich hätte einen Safe-State setzen sollen, verdammter Mist. Na gut, ist ja nicht mehr weit. Ist ja nicht mehr weit, ne? Und... So. Landen wir mal hier. Und springen an die Fahne. Nur 2000 Punkte, das geht. Bevor ich es vergesse, setzen wir hier schon mal ein Safe State. Und hier noch ein. Na, nicht ganz. Hier. So. Diese Musik ist so friedlich, die passt überhaupt nicht zum Ambiente, wenn hier überall diese gemeinen Killerfische rumflubbeln und komische Tintenfische. Musst du da jetzt hingehen? Kannst du nicht einfach woanders hinschwimmen? Okay. Geh weg. Ich wollte gerade schon sagen. Hier, du schwimmst jetzt zu uns da hoch und tötest uns. Sehr lustig, finde ich gerade. Also ich muss nur einmal in der Richtung drücken und Mario schwimmt allein. Ich muss nur die Höhe beschwimmen. Ich drücke jetzt. Ich mache gerade nichts am Steuerkreuz. Nix. Autsch. Beziehungsweise am Stick. Ich spiele nicht mit Steuerkreuz, ich spiele mit Stick. Weil ich mit meinem GameCube-Controller spiele und
Ja. Da finde ich das Steuerkreuz nicht ganz so schön, weil das so klein ist. Also für manche Spiele, die es am GameCube benötigt haben, okay. Aber zum Beispiel für Pokémon Colosseum brauchte man das ab und zu. Aber hier nicht. Was? Ich war doch... Hallo? Nein, niemals. Ich bin noch niemals so tief geschwommen. Das erfindest du jetzt, Spiel. Das kann er wohl nicht sagen. So. Ah! Dann gehe ich eben oben lang. Jawohl! Und zack! Yay! Drei, drei. Schnee. Ich wollte gerade sagen, wenn dieses Spiel dann noch Eisphysik hat, dann hört es aber langsam echt auf. Dann ist so die Schmerzgrenze erreicht, ja? Also. Dann hört es echt auf. Ich meine, es gibt auch Grenzen, ja? Es gibt auch Grenzen. Abschätzen, wo wir ungefähr landen werden. Hier. Kommt die da runter? Ne, die dreht um. Okay. Da springen wir drüber, ohne Schildkröte. Da nicht und oh mein Gott! Ja. Okay. Jump! Safe State. Ich überlege, ob ich das Spiel ganz durchspielen soll. Also zumindest versuchen soll. Ich weiß es noch nicht genau. Also natürlich in Verbindung mit Failen, mit Fails halt, ne? Mit Safe States. Und das ist halt eher auf dem Failen beruht als auf dem wirklichen Durchspielen. Aber dass man halt doch alles mal sieht. Welt 3-4. Ein Schlössle. Schlössle Power. Jups. Jups. Ach, ist das denn so ein Irrgarten oder was? Weil soll man denn wissen, wo man lang gehen muss? Unten vielleicht? Hier vielleicht unten und dann hier oben? Und dann ganz oben. Autsch. Ich überlege gerade, wie das funktionieren soll. Ich denke mal, das ist einfach so eine Frage des Weges. Also, dass man gewisse Höhen einhalten muss. Und hier vielleicht in der Mitte. Nicht gut. Wow. Die Frage ist jetzt, ob das dann beabsichtigt ist, dass man hier auch hier lang geht. Denn sonst würde man das Power-Up ja gar nicht bekommen. Ist das jetzt der Weg, wie er gedacht ist oder nicht? Gut zu wissen wäre das. Müssen wir vielleicht einfach in diese Röhre hier rein? Nein. Eine gute Frage. Und was ich mir jetzt gerade... Jawohl, das dachte ich mir nämlich. Ich möchte gerne da hoch. Komm, so. Muss man vielleicht die Blume töten, damit man da rein kann?
Nee. Ich verstehe dieses Level nicht. Nö. Gibt's denn hier irgendwo einen Hinweis oder so? Nein, Pilz, Pilzner. Mano. Wie funktioniert denn dieses? Ich verstehe es nicht. Im Prinzip gibt es da gar nicht so viele Möglichkeiten, ne? Aber... da sieht das Spiel anscheinend ganz anders. Ganz, ganz anders. Das Problem ist, uns läuft auch die Zeit weg. 290, also der Timer geht relativ dezent schnell runter. Verdammt! Ich bin aber auch ehrlich gesagt ziemlich ratlos gerade, wie das funktionieren soll. Also, ziemlich ratlos ist noch untertrieben. Um genau zu sein, habe ich keinen Plan, wie das geht. Und vielleicht ist das ein passender Moment, um zu sagen, dieses Spiel hat mich ebenfalls gemeistert, genauso wie Teil 1, denn hier bringt mir nicht mal das Safe State, was im Leben zu sparen. Denn hier weiß ich einfach nicht weiter. Keine Ahnung. Jetzt alles mögliche ausprobiert, aber es funktioniert irgendwie nichts. Von daher würde ich sagen, das war Super Mario Bros. The Lost Levels. Let's fail on. Vielleicht sehen wir uns wieder im nächsten Mario Spaß. Bis dahin und ciao.